So, hallo zusammen. Hallo. Also heute gibt es kein Reisevideo, sondern wir haben euch ein bisschen was zu berichten. Und gleich geht's los. Wir haben ja jetzt unseren Gustl, haben wir jetzt 3 Jahre und wir wollen berichten. Zum Beispiel, jeder Käufer steht ja vor der Entscheidung, Garantieverlängerung vereinbaren, ja oder nein. Unsere Erfahrung erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Kennt ihr das Gefühl, mich streift ein Bus? Wir kennen es jetzt, ja, denn Ja. uns hat ein Bus gestriffen, ja. Es ist aber nichts weiter passiert, also nicht sprichwörtlich, sondern tatsächlich, ja. Wir sind auf einer Landstraße ohne Mittelstreifen gefahren. Und da kam uns ein Linienbus, ein Linienbus entgegen, ja. Linienbus. Und der hat schon ziemlich ein Tempo drauf gehabt. Ich bin ganz rechts gefahren und der ist aber nicht ganz auf seiner rechten Seite gefahren. Und auf einmal tut es einen riesen Schlag und der Spiegel war verdreht. Wir sind dann ausgestiegen, der Bus hat auch gehalten, und den sein Spiegel war kaputt. Unserer von Hümer war nur eingedreht, ja. Und natürlich der Abdruck des Busspiegels war zu sehen. Blenden euch ein Bild ein. Und wir haben das jetzt bei Hümer nachprüfen lassen. Also unser Spiegel hat keinen Schaden davon getragen. Es ist nur ein kleiner Spalt, der an der Verkleidung bleibt. Und natürlich dieser schwarze Abdruck wird uns immer daran erinnern, dass uns da ein Bus gestreift hat. Aber sonst ist kein weiterer Schaden entstanden. Und wisst ihr was? Jetzt getraue ich mich erst recht nicht mehr mit dem Momo zu fahren. Weil eben solche schmale Straßen und dann das breite Womo und dann kommt noch ein Bus entgegen oder ein LKW. Ich getraue mich nicht. Also ich sag mal, unser Wohnmobil ist ja nur 2,22 Meter breite und die Standard-Wohnmobilbreite ist ja 2,35 Meter und von den ganz großen ist es 2,50 Meter. Ich sag mal, wäre unser Wohnmobil 10 Zentimeter breiter, dann hätte es einen anderen Schlag getan und dann hätte uns ganz anders der Bus gestreift. Dann wäre wahrscheinlich jetzt kein Spiegel mehr Ja, dran. insoweit sind wir also froh, dass er etwas schmaler ist, ja. Ja. Könnt ihr euch noch an dieses Video erinnern? Wisst ihr, was uns gerade passiert ist? Wir wollten jetzt noch fragen, ob euch der Imagefilm gefallen hat. Nehmen natürlich keine Schlüssel mit. Lass mal im Wohnmobil, mach die Tür zu. Dann sagen wir, okay, das drehen wir jetzt doch am See unten. Wir gehen schnell noch zum See runter. Aber da lassen wir natürlich das Auto nicht offen und die Schlüssel nicht. Und jetzt? Tür geht nicht mehr auf. Wir haben es nicht abgeschlossen. Schlüssel hängt drinnen, Türe nur zugezogen. Und Fahrertüre nutzt uns auch nichts, denn die ist von innen verschlossen. Dann Als wir ab. vor unserer verschlossenen Türe standen und also nicht mehr rein konnten, weil sie sich einfach nicht mehr öffnen ließ. Also wir haben da zum Teil Zuschriften bekommen, die nicht so schön waren, weil man uns unterstellt hat, das hätten wir einfach so gemacht, Aber um dazu haben wir was ein zu Video schon bringen. gedreht. Ja, eben, aber es kamen sehr viele Zuschriften, haben wir bekommen, teils in den Kommentaren, teils also E-Mail. viele per E-Mail, denen das Gleiche schon passiert ist. Und wir haben ja gesagt, also das geht ja eigentlich gar nicht. Man kann doch nicht einfach die Tür zumachen und dann kommt man nicht mehr rein. Also wir hatten Glück, dass wir ein Fenster offen hatten und viele von euch zum Glück auch oder hatten noch einen Schlüssel dabei. Also wir haben natürlich jetzt bei Hümer nachgefragt, was das sein könnte. Und siehe da, das ist bekannt. Also es Aber kommt gar nicht mal so selten vor, dass die Türe zugeht und nicht mehr auf. ja, also das haben viele geschrieben und zwar herstellerunabhängig. Ja, genau. Also Also das es war hat nicht nur nichts. ein Hümer-Problem, Nein. sondern das ist bei vielen Herstellern Ja. und auch der Mitarbeiter von Hümer hat uns gesagt, auch ihm ist es schon passiert. Und zwar komischerweise, wie er doch auf einer Schulung gewesen ist mit dem Wohnmobil, ja, macht er die Türe zu und auf einmal kommt er nicht mehr ins Wohnmobil rein, der ist dann durch die Dachluke reingekrabbelt, ja. So hat er es uns berichtet. Ja. Also wir haben ja die Lösung mit dem Fenster gefunden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Video. Und das Ganze ist ein Problem, was bekannt ist Ja. und was von Hümer behoben wurde. Auch nach der Garantiezeit.
Also wir wissen nicht genau, was gemacht wurde. Auf jeden Fall geht es jetzt hier etwas schwieriger zum Verschließen. Was gemacht wurde, ist uns fremd. Wir hoffen, das hält. Es ist eigentlich ganz banal und aus meiner Sicht dürfte das überhaupt nicht sein, weil der Fehler ist bekannt und den kann man beheben. Also wenn ihr jetzt also was habt mit eurer Tür, geht zu eurem Hersteller Hersteller oder oder Händler oder Händler, ja, ja. also wo ihr halt eure Kundendienste und das halt alles immer machen lasst, geht hin und sagt, ihr möchtet, dass sie das Schloss verstärken. Genau. Das ist anscheinend gar kein großes Dilemma. Da muss man nur der Türgriff natürlich von innen irgendwie einfach irgendwie verstärken. Es geht jetzt auch anscheinend schwer. Also es geht ein bisschen Etwas schwerer schwieriger, ja. zu. Also der Knopf zum Verschließen geht schwieriger. Da ist irgendwie ein Widerstand mehr eingebaut worden. Und der Mitarbeiter von Hümer hat uns jetzt versichert, dass das eigentlich nicht mehr passieren kann. Sollte. Ja, also jetzt hoffen wir natürlich, dass das wirklich nicht mehr passiert. Aber anscheinend ist dieses bekannt und warum das eigentlich von den Herstellern, also ich meine jetzt der Türhersteller oder Schlosshersteller, nicht gleich behebt, keine Ahnung. Jemand hat uns auch geschrieben, dass er gebrochene Feder schuld war. Das kann natürlich auch sein, aber bei uns nicht. Bei uns war es keine gebrochene Feder. Nein. Es war also ein automatischer Türverschluss, was nicht sein dürfte und jetzt wohl auch nicht mehr passiert. Ja, also hoffen wir es. Also das wurde von Hümer ebenfalls kulanterweise übernommen. Gell? Genau. So, unser Frontscheibenplissé. Das bietet die Firma Hümer serienmäßig in allen Fahrzeugen an, ist eine sehr praktische Lösung, weil man kann das, wir blenden es einmal ein, man kann das also hochziehen und kann nach außen sehen, es kommt auch Licht rein, aber von außen ist die Sicht nach innen stark eingeschränkt. Und dieses Plissé hat kurz nach der zweijährigen Garantie den Geist nicht aufgegeben, sondern Nein. eingeschränkt. Ja, also das muss irgendwie mit Schnüren verbunden sein und auf einer Seite muss sich die Schnur gelöst haben. Auf jeden Fall wurde es ja auf der rechten Seite immer länger, hat sich nicht mehr richtig Und das eingezogen. Plissé konnte immer weniger nach oben gezogen werden. Ja, genau, da habe ich eigentlich auch ein Foto gemacht und das können wir ja dann auch noch einblenden, dieses Jawohl. Foto. Und das wurde jetzt von Hümer. Nein, wir haben ein ganz neues Plissé bekommen. Wir haben das bei der Firma Hümer angemeldet. Sie möchten da bitte danach sehen. Und siehe da, sie haben gesagt, das ist ein Materialfehler, obwohl der Gustl ja jetzt schon 3 Jahre alt ist, also die Garantie ist seit einem Jahr vorbei. Und es wurde auf Kulanz von der Firma Hümer ein neues Plissé eingesetzt. Ja, und jetzt sind wir wieder glücklich, weil jetzt können wir es wieder so benutzen, wie es sein soll. Genau, wie wir es euch gezeigt haben. Ja. Die Reinigung des Frischwassertanks, eine elementare Sache im Wohnmobil. Wir haben das euch zeigen wollen und dann kam das alles ganz anders, als wir das vorgehabt haben, weil sich der Tank nicht entleeren ließ. Wir spielen euch einmal die Szene ein. Da sitze ich hier, ich armer Tor und bin so klug wie je zuvor. In dem Fall nicht ganz richtig, denn wir sind zwar nicht viel weitergekommen, aber wir sind schlauer geworden und können jetzt euch berichten, was da Sache ist. Also wir haben das Ganze auch in unserer Facebook-Gruppe diskutiert und da kamen wir schon nach der Rückmeldung von einigen Hümer-Fahrern zu der Erkenntnis, dass sich das Ganze so funktionieren könnte. Ich blende euch ja das Ergebnis nochmal ein. Also der Vierkant, den hat es aus der Halterung herausbewegt. Und es ist wohl offensichtlich so, dass wenn man den Wassertank befüllt, dass sich dann Luft da drinnen verpresst. Ja, muss man schon sagen. Dadurch wölbt sich der Tank nach oben. Und wenn er sich nach oben wölbt, dann führt es dazu, dass der Spindel an oder dieser Vierkant angehoben wird, aus der Halterung herausgeht und wenn dann die Luft heraußen ist und sich der Tank wieder zurückbildet, dann führt er zwar den Vierkant zurück, aber nicht mehr in die vorgesehene Halterung, sondern daneben. Und genau das ist passiert. Die Firma Hümer weiß darüber Bescheid und mir wurde vom Werkskundendienst mitgeteilt,
dass das, vielen Dank übrigens, dass Sie sich so schnell um unser Anliegen gekümmert haben. Und mir wurde mitgeteilt, dass das also in den ersten Modellen unserer Serie passiert ist. Also wer sich heute einen Hümer kauft, der hat dieses Problem nicht mehr. Nein. So, aber wir müssen jetzt erstmal damit leben. Wir haben das nämlich noch nicht beheben lassen. Es gibt hier einen Bausatz von der Firma Hümer für 20 Euro. Und wenn das keiner ist, der zwei linke Hände hat, so wie ich, dann kann er das selber einbauen. Kaufleute wie ich oder zwei Linkshänder wie ich, die bauen das nicht selber ein, die lassen es machen. Und es kostet dann laut der Firma Hümer 120 bis 150 Euro. Aber mir wurde schon signalisiert, dass wenn ich einen Kulanzantrag stelle, dass der mit Erfolg beschieden werden kann, Könnte. könnte. Lassen wir uns mal überraschen. Also wir stellen das jetzt hier einmal so in den Raum. Ja, und das haben wir ja bei der Firma Hümer reklamiert. Uns wurde zugesagt, dass das Problem auch bekannt ist und dass ich auf Kulanz hoffen kann beim Abstellen des Problems. Ich habe dann auch den Termin, weil wir konnten ja den Frischwassertank dann anderweitig reinigen oder das Wasser ablassen. Wir haben dann gewartet, bis wir die Dichtigkeitsprüfung ohnehin nach Bad Waldsee fahren wollten. Und da wurde dann ein längerer Vierkant eingesetzt und ich kann bestätigen, jetzt funktioniert es. Kostenpunkt null. Die Firma Hümer hat uns das auch obwohl die Garantie schon abgelaufen ist, auf Kulanz ersetzt. Ja, also wir waren sehr erfreut darüber, natürlich. Natürlich. Ja. Ja, und hauptsächlich sind wir ja eigentlich zu Hümer nach Bad Waldsee gefahren, weil einfach die Dichtigkeitsprüfung anstand, die ja jedes Jahr gemacht werden sollte, was wir eigentlich auch jedem sehr dringend empfehlen würde. Das ist Das Voraussetzung, damit ihr diese Dichtigkeitsgarantie auch eingelöst wird im Falle einer Undichtigkeit. Ja, also und unser Gustl hat alles prima überstanden. Jawohl. Also da ist alles dicht. Also wie die gemacht wird, das wissen wir nicht. Wir Nein. waren da mal dabei bei einem Hümer Händler, haben wir das mal machen lassen. Und da ist dann jemand ins Auto eingestiegen und nach 5 Minuten ist er wieder gekommen. Da haben wir 100 Euro bezahlt. Die Fahrertür war kaputt. Die Fahrerhaustür, ja. Und gesehen haben wir gar nichts. Aber wir haben eine Bescheinigung gekriegt, dass die Prüfung gemacht wurde. Diesmal haben wir gesagt, machen wir es direkt bei Hümer Bad Waldsee. Da hat es auch ein paar Euro mehr gekostet, aber das macht ja nichts, das ist zu dramatisch. Aber diesmal hat man gesehen, da wurde mit Wasser gearbeitet. Es waren Wasserflecken an der Ja. Fensterscheibe, also da wurde offensichtlich mehr gemacht und auch die Fahrerhaustür war nicht kaputt. Ja, also wie das genau gemacht wird, das wissen wir nicht, Das aber erschließt sich uns nicht. vielleicht können wir das nächstes Jahr mal fragen, ob man da mal Zuschauen darf. zuschauen kann, weil wir haben keine Ahnung, wie das geht. Wir haben auch schon von manchen gehört, dass die ihre Oberschränke alle ausräumen müssen. Wir mussten nichts Nichts ausräumen. ausräumen, Also entweder gibt es da verschiedene Methoden oder keine Ahnung. Also es wäre für uns auch mal interessant zu wissen, wie sowas geht. und Und was da überhaupt gemacht wird. ja, genau. Und vielleicht können wir das im nächsten Jahr mal anfragen. Vielleicht lassen Sie uns mal zuschauen. Genau. Und dann hat die Ursi natürlich auch gleich die Schönheit reklamiert, und zwar die Schönheit von unserem. Spülbecken. Also hier stehen wir jetzt hier bei unserem Spülbecken. Und ich sag's euch, unser Spülbecken finde ich ganz klasse von der Form her. Was mir sehr gut gefällt an dem Spülbecken, ist hier, dass hier noch so ein kleiner Abfluss ist. Denn wie oft passiert mir das, dass ich gerade am Spüle bin vom Frühstücksgeschirr und dann ist noch irgendwo ein bisschen Kaffee drin. Das möchte ich ja nicht unbedingt ins Spülwasser kippen, sondern kann es da schön hier seitlich rein. Wunderbar, das gefällt mir sehr gut. Was mir nicht gefällt, das ist diese Siphonlösung. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also ich habe mich da am Anfang verdammt deppert angestellt. Und weil das muss man, warte mal, so rumdrehen. Also das muss man dann da so runterdrehen und dann bleibt das Wasser drin. Am Anfang habe ich mich da irgendwie dumm angestellt und mir lief das Wasser immer weg. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr das handhabt. Auf jeden Fall, finde diese Lösung nicht schön. Und was überhaupt nicht geht, aus meiner Sicht, das ist ja eigentlich ein hochwertiges Wohnmobil und da ist so ein billiger Siphon drin. Der sieht jetzt nach 3 Jahren, sieht der bei mir so aus. Und Leute, ich sag's euch, das kann ich überhaupt nicht brauchen.
Also habe ich jetzt natürlich ein neues Siphon bestellt bei Hümer und ich sage euch, dieses Teil kostet 15 Euro. Plastikklump. So, wenn wir schon von Dichtigkeit gesprochen haben, dann muss man natürlich auch an die Tür- und Fenstergummis denken, denn auch die trocknen mit der Zeit aus und führen dann zur Undichtigkeit. Um sie dicht zu halten, gibt es ein ganz einfaches Mittel, nämlich Hirschteig. Wir haben hier so einen Stift, den verlinken wir auch mal, den kann man bei Amazon bestellen. Und das Gute ist, es ist ein Dreier-Set, das heißt mit Fahrer oder mit Fahrer in der Mehrzahl können dann auch gleich mithelfen, dann geht es nämlich etwas schneller. Man macht es einfach auf, schiebt den Hirschteig ein bisschen raus und dann fährt man da so drüber. Das zieht dann ein in den Gummi und hält auf diese Art und Weise den Gummi geschmeidig und somit auch dicht. Kleiner Tipp am Rande der Wohnmobilpflege. So, und dann möchten wir noch was oder abschließend zum Thema Garantieverlängerung sagen. Auf jedem Wohnmobil, auf jedem neuen Wohnmobil sind ja 2 Jahre Herstellergarantie. Wir haben eine längere Mängelliste gehabt, also nichts Gravierendes an Mängel, aber doch ärgerliche Mängel, die auch nicht gehen eigentlich, ja. Und wir haben die alle in den 2 Jahren beheben lassen. Es gab damals bei uns die Option einer Garantieverlängerung fürs dritte Jahr. Hätte um die 3.000 Euro gekostet. Mittlerweile habe ich mir sagen lassen, ist es günstiger geworden. Wir haben gesagt, nein, die 3.000 Euro sparen wir uns und wir haben gut daran getan. Denn selbst erstens hat die Firma Hümer viel Kulanz gezeigt, wie wir jetzt berichtet haben beim Plissee, beim Dank und auch beim Schloss. So muss man gar nichts bezahlen und die großen Mängel, also in Anführungszeichen große Mängel, die wurden in den 2 Jahren alle behoben. Es ist nichts weiter aufgetreten. Also die Garantieverlängerung hätte sich für uns nicht bezahlt gemacht. Genau. Also wir brauchten sie nicht und vermutlich ihr auch nicht. Den Rückschluss muss jeder für sich selber wissen. Ja, wir geben hier keine Empfehlungen ab. Nicht, dass da jemand kommt und sagt, mir ist der Motor nach 2,5 Jahren kaputt gegangen und ihr habt gesagt, wir brauchen es nicht. Also, das muss jeder selber wissen. Okay, ich ziehe meine Aussage zurück. Ihr müsst es Gut. selber entscheiden. Storniert. Aussage storniert. Aussage storniert, ja, genau. Also wir haben es nicht gebraucht und soweit sind unsere Mängel alle behoben worden, die großen und die kleinen. Jawohl. Und Und wir können ja wieder losfahren. jawohl, aber jetzt in der nächsten Zeit leider weniger. Nein. Nee, die Arbeit ruft. Ja, ich muss jetzt alleine weg erst einmal. Aber wir fahren dann auch Anfang September schon wieder zu zweit los. Ja, werde mal sehen, wo uns der nächste Weg hinführt. Also auf jeden Fall. An den Bodensee. Also auf jeden Fall wollten wir euch einfach euch mitteilen, was wir noch so für Kleinigkeiten zu beheben hatten. Und mir war das jetzt auch ganz wichtig mit dem Türschloss, Ja. zumal wir ja auch gesagt haben, wir kümmern uns drum, wir schauen, was da gemacht werden muss und werden es euch berichten. Das haben wir hiermit jetzt getan. Und jetzt verabschieden wir uns, oder? Jawohl. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir danken allen für die freundlichen Kommentare, die wir alle bekommen haben. Und das freut uns sehr. Wir sind da nicht drauf angewiesen, aber es ist immer sehr schön, nette Kontakte zu haben. Das freut uns. Und wenn es euch gefallen hat, unser Video, dürft ihr auch ruhig gerne einen Daumen da lassen. Nach oben. Nach oben, klar. Und ich Ja. betone immer wieder gern, auch kritische Kommentare sind willkommen, aber dann bitte die Höflichkeitsnormen einhalten. Habe ich das schön gesagt, was ich? Schon 100 Mal. Ja, manche kapieren es halt trotzdem nicht. Also in dem Sinne, ja. Ja, also jetzt verabschieden wir uns und wir wünschen euch eine gute Zeit und bis dann. Ja, Ja? ciao. Tschüss.